Und damit herzlich willkommen zum neuen Unboxing-Video von Testsieger.de. Wir haben mal wieder ein Smartphone in die Redaktion bekommen, und zwar unser erstes von der Firma Huawei. Im Moment das Flaggschiff der Firma, das ist SendMate 7. Da schauen wir uns erstmal die Packung an, dann den Verpackungsinhalt und am Ende noch ein paar Worte zum Smartphone. Die Packung, die ist wirklich sehr schön, die wirkt recht edel, ist auch sehr schlicht gehalten, also das heißt, wir haben keine großen Informationen auf der Verpackung. Macht aber wirklich insgesamt einen schönen, edlen Gesamteindruck. Das, wenn wir sie aufmachen, haben wir auf der rechten Seite das Smartphone und auf der linken Seite wahrscheinlich ein paar Anleitungen. Das kann ich gleich sagen. In dem Fall, wir haben hier nur ein Testsample von Huawei erhalten. Da sind keine Anleitungen mit dabei. Normalerweise befinden die sich hier. Wahrscheinlich kann man das ist nicht so im Standard erwarten, also, dass man einfach die wichtigsten Funktionen schon mal bekommt. Hier haben wir noch so einen kleinen Pin, um die Micro-SIM-Karten-Slot und den Micro-SD-Karten-Slot zu öffnen. Das packen wir auch gleich mal weg. So, auf der rechten Seite haben wir natürlich das Wichtigste, das Smartphone. Das legen wir mal kurz zur Seite und schauen wir uns eh gleich nochmal genauer an. Hinter dieser kleinen Abdeckung befindet sich dann noch das restliche Zubehör. Auch schön gestaltet in so einer kleinen Box. Hier vorne sehen wir schon, was wir alles dabei haben, zumindest haben sollten in der Praxis. Auch hier haben wir nicht alles in der Verpackung, liegt wieder an dem Testsample. Normalerweise hätten wir hier nämlich noch ein Headset im Lieferumfang, das haben wir diesmal nicht. Wir haben nur hier ein Netzteil und dazu das passende Micro-USB-Ladekabel oder das Kabel zur Datenübertragung. Das ist, ja, könnte ein Ticken länger sein, reicht aber, ist ganz, wirkt recht hochwertig. Wir haben hier sogar nochmal das Huawei-Logo mit drauf. Wie gesagt, das passt dann mit dem passenden Netzteil, kann man das dann an der Steckdose aufladen. Dann schauen wir uns jetzt das Smartphone ein bisschen genauer an. Ein paar Worte zum Design, das ist wirklich sehr schön gelungen. Das Smartphone besteht zum Großteil aus gebürstetem Aluminium, also hier die Seiten und die Rückseite. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck, ist sehr gut verarbeitet und relativ groß. Also wir haben ein 6 Zoll Display, also wir haben hier ein Phablet. Dafür sind die Abmessungen aber gar nicht so ausladend, wie man vielleicht erst denken möchte. Es hat 157 x 81 mm. Das liegt vor allem an dem extrem dünnen Rahmen. Sehr schön gemacht, wirkt wirklich hochwertig. Wir haben hier die abgerundete Ecken, dadurch liegt es eigentlich auch ganz gut in der Hand. Natürlich ist es sehr groß, Einhandbedienung ist schwierig, aber so von wie es sich in der Hand anfühlt, fühlt es sich wirklich sehr gut an. Ein paar Worte hier zu den Anschlüssen. Gehen wir einfach mal die Seiten durch. Wir haben an der Seite hier haben wir den Power-Button. Und die leise Lautwippe, auch aus Aluminium, haben einen sehr angenehmen Druckpunkt, wackeln zwar leicht, aber das ist vernachlässigbar. Wirklich schön. An der Oberseite haben wir den 3,5 mm Klinkenanschluss für die Kopfhörer und ein erstes Mikrofon. Hier an der Seite haben wir die beiden Slots, und zwar einmal für die Micro-SIM-Karte und für die Micro-SD-Karte. Der Speicher von unserem Testgerät ist 16 GB, der lässt sich, wie gesagt, über Micro-SD-Karten dann nochmal erweitern. Allerdings funktionieren nur Karten bis 32 GB. Da wäre natürlich ein bisschen mehr schöner gewesen, also gerade andere Smartphones unterstützen Karten bis 128 GB. Gerade für so ein Spitzenmodell wäre das wirklich wär das noch schöner gewesen, ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt. An der Unterseite haben wir das zweite Mikrofon und den Micro-USB-Anschluss. Und hier an der rechten Seite, genau, da waren wir ja schon, haben wir schon gemacht. Dann gehen wir mal kurz zur Rückseite. Hier haben wir eine Kamera, die Hauptkamera löst mit 13 Megapixeln auf. Dazu haben wir einen LED-Fotoblitz und hier drunter haben wir einen Fingerabdrucksensor. Das heißt, man kann einfach, wenn man das kurz seinen Fingerabdruck dem Smartphone mitteilt, kann man hier das Smartphone mit seinem Finger entsperren. Das funktioniert in der Praxis auch wirklich sehr gut. Man muss da nicht drauf drücken, man muss nicht irgendwie den Finger genau drauf halten. Man kann wirklich, man hat einen relativ großen Spielraum und muss auch nur wirklich den Finger hier drauflegen, nicht drücken. Dann entsperrt sich das Smartphone automatisch.
Wenn man hier gleich auf der Rückseite, haben wir genau hier, haben wir unten noch den Lautsprecher. Ist an sich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ist immer das Problem, wenn er unten angebracht ist oder weil er auf der Hinterseite angebracht ist, dann muss man schon relativ laut stellen, um wirklich noch gut was hören zu können. Und dann wirkt der Klang auch relativ schnell blechern. Ja, also an sich ist der Lautsprecher nicht schlecht, nur die Position ist ein bisschen ungünstig. An der Vorderseite haben wir hier noch die Hauptkamera, die Frontkamera, Entschuldigung. Wir haben eine 5-Megapixel-Frontkamera, macht ganz ordentliche Fotos, nicht berauschend, aber für ein schnelles Selfie reicht das. Wir haben keine, wir haben keine physischen Tasten hier unten oder touchsensitive Tasten, wir haben wirklich nur Onscreen-Tasten und hier oben auch nochmal eine Benachrichtigungs-LED. Noch ein paar Worte zum Display, dazu können wir das Smartphone auch gleich mal anschalten. Entsperren. So. Das ist ein 6 Zoll Display, die Auflösung, es löst in Full HD auf. Wir haben 1920 x 1080 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von etwa 368 ppi. Also von der Schärfe her ist es völlig ausreichend. Klar, wenn wir vielleicht sagen der ein oder andere, für ein 6 Zoll Display wäre noch mehr wie Full HD vielleicht gut gewesen, aber in der Praxis reicht die Auflösung völlig aus. Selbst bei größeren Schriften oder sowas hat man wirklich eine sehr hohe Schärfe. Da franzt nichts aus. Das ist sehr schön. Was nicht ganz so schön ist, ist die Helligkeit. Also wir haben es jetzt hier auf der größten, höchsten Helligkeit. Ist noch okay, für wenn man irgendwie im Raum oder bei ungünstigen Lichtbedingungen, sobald bei sehr starker Sonneneinstrahlung, fängt es dann schon an relativ stark zu spiegeln. Und die Farben könnten einen Ticken kräftiger sein, ist aber alles noch im okayen Rahmen. Wenn wir hier schon sind, noch können wir zum Betriebssystem. Wir haben Android, aber ihr seht schon, Huawei hat hier noch eine eigene Benutzeroberfläche drüber gelegt, nämlich die Motion UI 3.0. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viele Abweichungen zur normalen Android-Benutzeroberfläche. Kannst hier schon sehen, man hat hier sehr, sehr viel. Hier wird das Ganze, wenn man hier nach unten wischt, dann hat man hier die Aufteilung zwischen Benachrichtigungen und verschiedenen Verknüpfungen. Was relativ praktisch ist, ist hier dieser Schnellzugriff. Wenn man das aktiviert und wieder dann hat man hier, sieht man diesen kleinen Punkt. Den kann man je nach Belieben, je nach Belieben am Rand des Displays verteilen oder versetzen. Und wenn man dann hier drauf drückt, dann hat man hier so die wichtigsten Tasten, gleich wie hier unten, also die Zurücktaste, die Home-Taste und die Multitasking-Taste. Genau, Multitasking sieht auch ein bisschen anders aus. Hier werden natürlich alle geöffneten Apps angezeigt und man kann sie dann auch einfach wieder schließen. Wir haben keinen App-Drawer, was ein bisschen schade ist. Also es werden alle Apps, die hier direkt installiert werden, werden auf dem Homescreen oder den verschiedenen Homescreens angezeigt. Man kann das Design noch anpassen. Zum Beispiel, wenn man ein bisschen länger auf dem Display bleibt, kann man zum Beispiel, was ich sehr schön finde, kann man zum Beispiel anpassen, wie in was für einer Abmessung oder in was für einer Form die Kacheln angezeigt werden sollen. Also zum Beispiel, wenn wir hier das machen, dann passt sich der Homescreen automatisch an. Man kann auch, wenn man einem das Design oder man hat 6 verschiedene Designvorlagen, das kann man hier einstellen. Hier nehmen wir zum Beispiel mal das hier. So. Genau. Und wenden das an. So. Und schon hat sich das Aussehen verändert. Man kann sich auch noch verschiedene andere Designvorlagen runterladen und so das Smartphone den eigenen Wünschen anpassen. Zur Leistungsfähigkeit, die ist wirklich sehr gut. Wir haben hier einen Huawei hauseigenen Prozessor, nämlich den HiSilicon Kirin 925 Octa-Core-Prozessor. Wir haben hier das aufgeteilt mit 4 Kerne haben eine Taktfrequenz von 1,8 GHz. Und die anderen 4 Kerne haben eine Taktfrequenz von 1,3 GHz. Dazu kommt in unserer Version ein Arbeitsspeicher von 2 GB, was wirklich zu einer sehr guten Leistungsfähigkeit führt. Also man sieht schon, die Bedienung geht sehr flüssig von der Hand. Wenn man hier durch diese einzelnen verschiedenen Homescreens wischt. Auch Spiele laufen, also so gut wie alle Spiele laufen ohne Probleme. Da kann man nicht meckern.
Ja, das war auch schon das Wichtigste zum Smartphone. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich gerne Kommentare hinterlassen, dürft uns einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut!